Dunkelmädchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. In der letzten Folge haben wir Eiktür erledigt und ihn geopfert unseren Göttern und haben seine Kräfte für uns erhalten. Jetzt hatte ich euch ja versprochen, dass wir uns einen Troll jagen. Wenn das denn klappt mit dem Troll. Der Troll war hier. So, tief im Wald, sagte der, ne? Ich gehe mal davon aus, ich weiß es noch nicht. Wir gehen erstmal hier auf die Seite und checken mal da ab. Wir müssen das ja auch noch finden. Da, wo uns der nächste Opfer hinführt, quasi. Hinlaufen sollen. Der nächste Gegner. Ja. Aber ich muss sagen, das war aufregend eigentlich. Guck mal, hier steht das auch. Bereit. Was ist denn das? Wie kriege ich denn... Das steht bereit, aber wie kann ich denn die super Eiktür-Macht überhaupt für mich nutzen? Das möchte ich gerne mal ausfinden. Steuerung. Umschalten. Sprinten. Angriff. Sekundär. Blocken. Sekundär. Maus. 3. Ach so. Alternative Platzierung. Mausempfindlichkeit, automatisches Laufen, Laufen, Umschalten, Sitzen, Inventar, Tab, ATM, Abreißen, Maus, Baummenü, Maus 2, vorher Baummenü, ja, keine Ahnung, Grafikanschauung ist ja alles, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann das näher ranzoomen. So. Wir marschieren. Ach guck mal, da rennen wir gerade geradewegs in unsere Base rein. Da sind noch ein paar Pilze, lass ich die nochmal mitsteppen hier. Ich bin mir nicht sicher, bräuchten wir vielleicht noch ein paar neue. Er war. Der Lebensleiste, ich würde mal fast behaupten. Jetzt mit dir. Der. Aber er ist langsam und wirft Steine. Die Eiktür war da wesentlich gefährlicher. Nixen interessieren wir uns nicht. Dem können wir wunderbar aus seiner Haut uns mal so eine schöne Hose machen. Okay. Ja. Ob wir uns Flintstein nochmal mitnehmen sollten? Ja, definitiv sollten wir das. Machen wir aber auf dem Rückweg tatsächlich. Das Essen neigt sich dem Ende zu. Ziemlich geil gemacht, dass man eben halt auch Leben verliert, dadurch, dass man... Oder müde wird man, glaube ich. Ne? Man wird müde, man verliert das Leben nicht. Sondern man wird müde, ganz einfach. Himbeeren mitnehmen. Daten. Upsi, Topsi. Oh, hier, Holz gibt's auch noch am Start. Sehr nice. Grasland. Ja, und wir sollen in den Wald. Ne? Das ist auf der anderen Seite, glaube ich. Und da kommen wir nachher wieder in Verlegenheit, gegen solche Gegner zu kämpfen, wie Skelette oder diese Knubbelschamanen hier, diese Bergaffen da. Aber man muss doch auch mehr jetzt bald mal für sein Crafting-Menü eigentlich mal kriegen. Dass man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas einschaltet, dass man was weiß ich was noch lernen kann, oder? Na komm, ich wollte nicht mehr Himbeeren haben, oder? Na komm. So. Wäre blöd, wenn man das alles liegen lässt, ne? So. Nahrung ist Nahrung. So, hier müssen wir gleich an so eine Hütte kommen.
Schön, ne? Ja. Vielleicht sind es aber auch nachher die Materialien, also die man irgendwie finden muss dafür. Man muss ja auch mal irgendwie eine Stahlaxt bekommen oder so ein Shit, ne? Da, ich brauche Möwen. Vogelfedern. Sauber, Zombie. Oh, in dem Moment, ha? Blöde Kuh. Cool. 90 ist bei mir das Höchste? Das will ich mir fast gar nicht vorstellen. Der ist groß und da werde ich Angst vor haben. Ich werde flüchten. Und dann werde ich immer wieder auf ihn schießen. Und so ein Hin und Her wird es dann jetzt gleich geben. Machen wir ein paar Erdbeeren uns eindrücken. Was ist, wenn wir uns die nochmal zusätzlich... Der Magen ist voll. Das ist schade, dass wir denn so wenig an Energie haben. Aha. Ich befürchte fast damit, dass ich ihn einmal getötet habe. Bleibt der wohl. Super, ja. Der sitzt. Arsch geschossen habe ich ihn. Arschloch. Hi, knubbelt hier. Knubbelficker. Nimm mit. Was nimmt er jetzt? Du trägst zu viel. Ist das so schon? Was trage ich denn zu viel? Dieses hässliche Wein noch, ne? Hartes Gewein, Stück. Scheiße. Muss ich denn jetzt abwerfen? Steine. Gibt es überall. Ach, werfen uns auch Holz ab. Weil Jagdgut ist natürlich ein bisschen wichtiger als diese Scheiße hier. Direkt auf den Nixe zu rutschen. Hey, ich treffe die einfach nicht. Was macht der denn? Ja, toll. Warum habe ich das gemacht? Wie habe ich das denn gemacht? Keine Ahnung, aber ich hab's gemacht. So. Aufgemerkt, hier ist der Trollwald. Beziehungsweise hier hatten wir den einen Troll gefunden. Festviech. Ich kam auch gleich dazu, diese Rune zu lesen. Alter, ist das ein Text. Seid gewarnt vor dem Grauzwergen. Die Verstecken in den Schatten leben, doch ohne Seele sind. Geboren aus Verfall und Regen, springen sie wie Pilze aus dem rauchenden Boden. Ihre Augen sind leer und ihre Lippen stumm. Auch die Furchtlosen sollten vor ihnen zittern. Wenn die Seele eines Mörders in der Erde verrottet, besteht eine Zyste, die Felsen, Holz und Moos anzieht. Sie formt Torf zu Fleisch, blechtet Schilf zu Knochen und macht Lumpen zu Haupt. Wenn die Nacht heranbricht, läuft das, was nicht leben sollte. Sollte wer auch immer diese Runen lesen, ein Schwert zur Hand haben, so spieße er auf und schneide er die sumpfigen Zyste aus dem modrigen Körper und lasse er diese Wesen, das die Flammen fürchten, die lodernden Flammen spüren. Wie schön. Ein netter Text, ein netter Text. Und hier fühlen sich also... Okay. Hier sind also auch die Grauzwerge am Start, ja? Soll ja auch Wald sein. Es soll ja auch Wald sein, wo sich da unser nächster Feind, Gegner, bla blub blub, irgendwie rumtreibt. Wir gehen auch mal so ganz mutig. Gut, ich nehme Wald rein.
Einfach mal, weil wir mutig sind, ne? Oh, was ist denn das? Ich will mich gerne mal ausrüsten mit das und das. Weapon. Oh, was? Abwehren hält mich auch quasi davon fern, ja? Ich sterbe jetzt. Meine Fresse, hör mal. Das war knapp, noch 6 Leben. Okay. Offensichtlich mögen diese teuflischen Gestalten so etwas gerne hier. Du kannst nicht mehr Fleisch essen. Ja, aber irgendwas musst du auch essen, damit ich meine Energie wieder hochheile. Dein Magen ist voll. Sehr gut. Ich glaube, wir sind sowieso im Allgemeinen mit irgendwelchen Sachen voll. Was ist denn das für ein Turm? Gibt es da irgendwas Besonderes drauf auf dem Turm? Na toll. Ein Riesenturm und nichts da drin. Ich glaube, wir sollten mal so langsam gleich wieder zu unserer Base gehen und unseren Shit mal irgendwie abladen werden. Weil wir sind echt mit. Wir sind echt beladen hier. Ich wollte dabei noch einen Troll jagen, aber. Oh, was haben wir da? Schamane hier, wa? Nee, noch mehr Skelette. Ja, 2 Stück. Ah, wir sind nicht so gut betucht. Die beiden hatten uns auch gerade den Rest gegeben. Aber wir sollten doch auch irgendwann mal ein bisschen stärker werden, oder was, ne? Ich weiß nicht. Was sind das für schöne Blümchen? Keine Ahnung, wofür ich die brauche. Ich nehme die einfach mal mit. Das. Karottensamen. Ist das dafür da, damit ich mir ein bisschen was anpflanzen kann? Bei mich so aus. Was ist das hier? Blaubeeren. Ich gab es, stimmt, ich gab es nämlich auch in diesem Schwarzwald da, ne? Da sind noch diese Grau-Kobolde hier. Lass es mal laufen. Obwohl, wir könnten sie besiegen, glaube ich. Die sollten wir schaffen. Scheiße, gleich die Ausdauer weg, ne? Okay, wir haben einen Totenkopf gefunden. Sind wir vielleicht der Meinung, dass unser nächster Gegner ein Totenkopf sein könnte? Also hier ein Skelettmonster oder sowas in der Richtung? War das da dieser Runstein, den wir gerade gelesen haben? Glaube ja, ne? Glaube ich schon, oder? Ja. Warnung vor den Bösen. Vor den Bösen. Okay, war doch aber trotz alledem, auch wenn es kein Troll gegeben hat, eine richtig aufregende Folge, Freunde. Wir bringen jetzt unseren Shit weg, gucken, was wir so machen können. Wenn ich ohne euch was craften noch so ein bisschen, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht mal auch mal Land bestellen können oder was. Das wäre auch mal voll gut.
Es ist fast gruselig. Und wir müssen mal gucken, dass es irgendwie, weiß ich nicht, dass wir schneller reisen können. Wäre natürlich klasse, wenn wir neu. Ja klar, wird kalt. Ist ja klar, wenn wir, das ist ja schnell. Und Floß. Alter, ist das neblig. Wird mich gruseln tatsächlich. Auch wenn ich so ein krasser Wikinger wäre wie hier unser Halfdan. Oh, hab ich mir schon. Bist du irre? Das ist doof, dass man die ab und an nicht trifft. Mit dem Speer kann man hier wohl offensichtlich nicht kaputt. Das klappt ja einfach nicht. Achso, hier sind wir. Ja, es ist so toll gemacht, dass man hier nicht mal durch den Schild wandern kann. So, haben wir es ja bald. Sind wir bald schon wieder zu Hause. Gut liegen, wunderkuscheligen, schmuggigen zu Hause. Gott, im Spiegel habe ich glauben, dass das hier links geht. Unser Zuhause sieht man noch nicht, ne? Man sieht die Äste Yggdrasils, aber unser Zuhause bleibt uns noch verborgen. Du bist nass. Ja. Wow, das sieht aber cool aus, ne? Was? Du hast kein Brennholz. Ja, das ist schlecht. Was war denn das? Was mit meinem Speer los? Ist das kaputt oder was? Aha. So. Wenn das so weitergeht, ist unser Fluss ganz im Arsch, wa? Können wir es reparieren oder so nach wie vor? Oh. Oh, komm schon. Die 2 cm ernsthaft. Und ihr gut demoliert schon unser Flug, ja? Keine Behörden. So, Kinderchen. Fakt ist, wir beenden diese Folge für heute.
Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.